Hallo und herzlich willkommen zu Näh mit mir. In dem heutigen Video zeige ich euch 5 Ideen für Nähanfänger, die ihr aus Stoffresten nähen könnt. Das heißt, wenn ihr Nähanfänger seid, euch vielleicht eine neue Nähmaschine gekauft habt und jetzt denkt, okay, was nähe ich denn jetzt als erstes? Das sind solche Projekte, weil die wirklich super einfach umzusetzen sind und weil ihr die wirklich aus allen möglichen Stoffresten zusammenflicken und zusammennähen könnt, die ihr halt vielleicht zu Hause rumliegen habt. Seien das jetzt wirklich Stoffreste, die euch jemand übergeben hat oder einfach alte Kleidungsstücke, was auch immer ihr halt nicht mehr braucht, könnt ihr in diese Projekte verarbeiten. Meine erste Idee ist auch schon eine meiner Lieblingsideen, was ich eigentlich wirklich immer aus Stoffresten mache. Und zwar ist das, diese Scrunchies hier zu nähen. Das geht wirklich super einfach und ich finde, das ist einfach eine super klasse Idee, weil ihr könnt wirklich jeden Stoff verwenden dafür, ob ihr jetzt Baumwolle habt, Jersey-Stoffe oder halt so einen feineren Sommerstoff, sage ich jetzt mal. Ihr könnt wirklich aus jedem Stoff diese Scrunchies machen. Und das geht wirklich super einfach, ist eine super Geschenkidee und auch eine super Idee, um mal nähen zu lernen, sage ich jetzt mal. Einer der Vorteile dieses Projektes ist, dass ihr wirklich jeden Stoff verwenden könnt. Also es ist komplett egal, was für einen Stoff ihr verwendet und ich finde, die sehen einfach immer gut aus. Ob ihr das jetzt aus so einem Satin macht, aus einem Jersey-Stoff, Baumwolle, Seide, ihr könnt wirklich jeden Stoffrest verwenden. Und wenn der Stoff nicht groß genug ist, könnt ihr auch mehrere Stoffteile aneinander nähen, damit ihr halt auf euren Schnitt, sage ich jetzt mal, kommt. Zusätzlich zu dem Stoff braucht ihr dann noch einmal Gummiband. Was für welches ist auch komplett egal. Ihr könnt auch ein fertiges Haargummi verwenden. Das ist aber schwerer reinzumachen. Also ich empfehle für den Anfang auf jeden Fall hier so Gummiband zu verwenden. Eine Sicherheitsnadel, die macht das Ganze ein bisschen einfacher, auch das Durchfällen des Gummibandes. Dann natürlich wieder eure Stoffklammern oder Stecknadeln, euer Handmaß und natürlich wieder die Stoffschere. Für ein Scrunchie braucht ihr einmal ein Gummiband, das sollte so ungefähr 17 cm lang sein. Je nachdem wie dehnbar das ist, könnt ihr es auch nur 15 machen. Und dann braucht ihr ein Stoffteil. Wie gesagt, wenn euer Teil nicht groß genug ist, könnt ihr auch mehrere Stoffteile aneinander nähen, bis ihr halt auf die Größe kommt. Meins ist jetzt 8 cm breit und 40 cm lang. Ihr könnt da auch ein bisschen mit rumspielen, zum Beispiel das 10 cm breit machen, dann ist es halt ein bisschen dicker. Oder ihr macht es länger, dann ist es mehr gerafft. Das ist, wie gesagt, euch überlassen, aber so der Grundschnitt, sage ich jetzt mal, sind immer so 8 mal 40 cm mit einem 17 cm Gummiband. Wir fangen auch direkt mit dem Stoffteil an. Legt das einmal so glatt hin, dass ihr halt die gesamte Länge hier so liegen habt. Und legt dann die Seiten rechts auf rechts, also der Breite nach, hier so aufeinander. So, rechts auf rechts bedeutet, dass ihr die schönen Seiten aufeinander legt, sodass man nur noch die Innenseite sieht. Ich habe jetzt extra so einen Stoff gewählt, bei dem man wirklich sieht, das hier ist die Vorderseite, hier das ist die Rückseite. So legt ihr das jetzt alles aufeinander und dann steckt ihr das erstmal mit Stoffklammern oder halt mit euren Stecknadeln hier so fest, dass das halt wirklich immer auf diesen Kanten hier aufeinander liegt. Macht das der gesamten Länge nach, so, bevor ihr das dann auch hier einmal komplett an den Kanten hier zusammennäht. Lasst dabei diese Öffnung immer jeweils offen, weil dadurch wird das Ganze natürlich gewendet. Also geht hin, achtet dabei darauf, dass ihr für den Stoff den richtigen Stich verwendet. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen sehr dehnbaren Jersey-Stoff habt, würde ich keinen geraden Stich verwenden, sondern einen Zickzack-Stich. Oder ihr könnt natürlich auch gleich mit der Overlock-Maschine arbeiten. Nach dem Nähen kommt auch schon euer Sicherheitsnadel zum Einsatz. Ihr geht hier einmal so durch die eine Seite durch. So, ihr habt ja jetzt hier so einen langen Schlauch, sage ich jetzt mal. Guckt, dass ihr wirklich nur durch die eine Seite hier durchgeht. So, schließt die Sicherheitsnadel und dann könnt ihr die hier so durchführen. Klappt das Ende immer so ein bisschen um und dann könnt ihr durch diesen Schlauch die Sicherheitsnadel fühlen
und das Ganze so dann halt dadurch wenden. Also zieht die einfach immer weiter hier so durch und rutscht den Stoff dann immer so auf, sodass das halt hier gewendet wird. Und so geht ihr durch den kompletten Schlauch durch, bis ihr halt am anderen Ende wieder rauskommt. Nach dem Wenden braucht ihr eure Sicherheitsnadel nochmal. Diesmal geht ihr aber durch das Ende des Gummibandes durch. So. Schließt das wieder gut. Und dann geht ihr jetzt mit diesem Gummiband, mit der Stecknadel bzw. Sicherheitsnadel hier nochmal komplett durch. Passt dabei auf, dass wenn ihr hier so durchgeht und das Ganze hier so aufzieht, nie das Ende hier aus der Hand nimmt. Also lasst immer das Gummiband hier so das Ende in euren Händen. Wenn ihr am anderen Ende wieder rausgekommen seid, solltet ihr beide Enden so in der Hand haben. Jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr geht hin, ich ziehe das immer so ein bisschen raus, damit ich hier Platz habe. Entweder ihr geht hin und näht das hier zusammen, legt das einfach aufeinander und näht hier so ein paar Mal drüber. Oder ihr knotet das Ganze zusammen. Ich knote das immer zusammen und das ist in den 17 cm auch schon drin. Also da ist schon Knoten, sage ich jetzt mal, enthalten. Wenn ihr das ohne Knoten macht, könnt ihr das Gummiband auch auf 15 cm kürzen. Ihr habt gerade gesehen, ich mache immer einen Doppelknoten und ziehe dann gut an den Enden noch das richtig fest, bis es halt wirklich gar nicht mehr auseinander geht und nicht mehr rutschen kann. Und dann habt ihr hier diese Zipfel und die könnt ihr jetzt auch mit eurer Stoffschere schon wieder abschneiden. Beim Schließen habt ihr genauso wieder mehrere Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt einfach wieder die einfachste. Und zwar ist das, ich mache die Naht, also hier die Naht, die man so ein bisschen sieht hier bei dem, immer nach innen, also nach unten so rein. So, und dann nehme ich das eine Ende und schiebe das in das andere hinein. Also stülpt einfach das eine Ende über das andere drüber und klappt dann das, was ihr drüber gezogen habt, so ein bisschen nach innen, dass man halt nicht die Kante hier sieht, sondern eine gute, ordentliche Kante hat, sage ich jetzt mal. So, guckt, dass ihr das wirklich hier so aufeinander liegen habt und das wirklich ordentlich hier liegt. Und jetzt könnt ihr das entweder von Hand ganz vorsichtig hier festnähen mit einem unsichtbaren Stich oder wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt, könnt ihr auch einfach jetzt mit der Nähmaschine hier einmal drüber nähen, sodass es halt ordentlich verschlossen ist. Geschlossen sieht der Haargummi oder der Scrunchie jetzt so aus, der ist fertig und ich finde, wie gesagt, ihr seht das ja selbst mit der Länge und dem Gummiband, finde ich, sieht das richtig cool aus. Also das hat halt irgendwie so die richtige Dichte und wird genug so zusammengekräuselt. Ich habe jetzt auch noch andere Varianten gemacht, zum Beispiel hier eins einfach aus schwarzem Jersey-Stoff oder hier mal aus so einem anderen, dünneren Sommerstoff hier oder hier. Also ihr seht jetzt selbst, dass egal aus was für einem Stoff ihr die macht, die immer cool aussehen. Und die werden auch komplett unterschiedlich, zum Beispiel hier, das ist so eine feste Baumwolle, die kräuselt sich immer sehr viel. Aber dafür ist das, wenn ihr das ans Handgelenk macht, nicht so bequem, wie zum Beispiel, wenn ihr das jetzt aus Jersey näht. Aber ich finde, allgemein ist das einfach eine super coole Idee, um halt Stoffreste zu verwerten, weil ihr da wirklich alle Stoffreste mit verwerten könnt. Und ihr habt ja jetzt selbst gesehen, das geht super einfach. Und diese Haargummis sind ja auch richtig praktisch. Ich finde, man kann auch nie genug davon haben. Ich nehme ja eigentlich so ziemlich aus jedem Stoffrest oder immer, wenn ich mir Kleidung nähe, aus einem Stoffrest noch ein passendes Haargummi dazu, damit ich halt zu jedem Outfit, sage ich jetzt mal, so ein Haargummi kombinieren kann. Meine zweite Idee ist mal etwas Schwierigeres, wenn ihr euch als Nähanfänger mal zum Beispiel an Reißverschlüsse rantrauen wollt. Hier der Reißverschluss ist jetzt so ein bisschen schwerer einzunähen, weil das so ein Metallreißverschluss ist. Also wenn ihr so einen Plastikreißverschluss oder halt einfach einen mit kleineren Zähnen nehmt, ist es ein bisschen einfacher. Und ja, das ist auch wieder ein super Projekt für Stoffreste. Dafür könnt ihr einfach so einen festen Baumwollstoff verwenden. Und solche Taschen sind auch immer super praktisch und wie gesagt, da könnt ihr wirklich gut üben, Reißverschlüsse einzunähen, weil das in diesen Projekten halt wirklich einfach ist.
für diese Idee, sage ich jetzt mal, braucht ihr zusätzlich zu eurem Stoffrest, der am besten Baumwolle ist, auch noch einen Reißverschluss. Was für ein Reißverschluss das ist, ist komplett egal. Wenn ihr Nähanfänger seid, nehmt ihr am besten nicht so einen Metallreißverschluss, sondern eher so einen Plastikreißverschluss mit kleineren Zähnen. Der ist am Anfang ein bisschen einfacher einzunähen. Wie gesagt, als Stoffempfehlung würde ich Baumwolle oder einen anderen festen Stoff, eine Webware, die halt gut zu vernähen ist, empfehlen. Ihr könnt auch im Stoffladen mal euch so ein bisschen beraten lassen. Sagt einfach, was ihr genau damit machen wollt, zum Beispiel so ein kleines Täschchen. Und die können euch da auch richtig gut empfehlen, sage ich jetzt mal, was für ein Stoff zum Beispiel für Anfänger gut geeignet ist. Das ist auch ein Grund, warum ich lieber Stoffe im Stoffladen kaufe. Man kann sich beraten lassen, man kann genau den Stoff fühlen. Im Internet geht das halt nicht so besonders gut. Zusätzlich braucht ihr natürlich wieder eure Stecknadeln, eure Stoffschere und eventuell euer Handmaß. Der Schnitt ist wirklich euch überlassen oder beziehungsweise dem Reißverschluss, den ihr habt. Zum Beispiel habe ich jetzt meinen Schnitt immer dieser Länge des Reißverschlusses angepasst. Ihr könnt auch die Form der Tasche einfach selber wählen. Zum Beispiel, ob ihr jetzt halt so eine ganz normale rechteckige oder quadratische Tasche macht, die den Reißverschluss halt oben hat, ob der Reißverschluss in die Mitte kommen soll. Ich zeige jetzt eine Variante, wo der Reißverschluss oben ist, aber keine normale eckige Tasche, sondern eine halbrunde, sage ich jetzt mal. Ihr seht schon, die ist nicht ganz halbrund, weil hier diese Ecke nach oben so ein bisschen verlängert ist. Also die Rundung wäre eigentlich hier schon wieder reingegangen, aber ich habe die ein bisschen nach geradeaus laufen lassen, sodass das hier ein bisschen höher ist, wo halt der Reißverschluss noch dran kommt. Ihr könnt euch jetzt auch aussuchen, wenn ihr einen besonders dicken Stoff, zum Beispiel Leder oder sowas wie Kunstleder, Polsterstoffe, sowas habt oder Jeans, müsst ihr natürlich kein Futter machen. Dann braucht ihr nur ein Vorderteil und ein Hinterteil. Ihr könnt aber natürlich auch noch zusätzlich einfach dieselben Teile nochmal aus einem Futterstoff zuschneiden. Um eventuelle Verwirrungen zu vermeiden, erkläre ich jetzt schon mal. Also ich habe halt das Futter aus demselben Stoff wie das Außenteil gemacht. Also wundert euch nicht, dass meine Teile alle gleich aussehen. Also eins ist jetzt einfach das Futter oder zwei sind das Futter und zwei sind der Außenstoff oder der Außenteil. Deswegen ist es auch egal, welches Teil ich wohin nähe, da muss ich halt nicht so besonders aufpassen. Aber ich erkläre trotzdem in jedem Schritt nochmal, welches das Futter ist und welches die Außenseite. Wir fangen nämlich jetzt auch direkt an, den Reißverschluss einzunähen. Und zwar erstmal an einer Kante. Reißverschlüsse werden immer so eingenäht, dass sie halt, ich nehme jetzt erstmal ein Teil, rechts auf rechts gelegt werden. Das heißt nicht so hier mit der Seite nach oben, die halt nach oben kommen würde, sondern das soll ja später so hier umgeklappt dran sein, sage ich jetzt mal. Deswegen legt ihr das rechts auf rechts. Also ich habe gerade eben was falsch gesagt. Also es muss rechts auf rechts aufeinander gelegt werden. Das heißt wieder schöne Seite mit den Zähnen hier und dem Zipper auf die schöne Seite des Stoffes. Hier, das ist jetzt der Außenstoff, weil da kommt das so nach außen. Wenn ihr ein Futter habt, könnt ihr das jetzt gleichzeitig schon hier drauf legen, so. Und an dem Reißverschluss auch hier an dieser Kante feststecken. Wenn ihr aber noch nie mit einem Reißverschluss gearbeitet habt, näht am besten jetzt erstmal hier diese Kante an euer Außenteil dran, sage ich jetzt mal. Steckt das vorher schön mit Stecknadeln fest. Ich habe auch einen Tipp für Zipper, für den Zipper. Das ist nämlich am Anfang immer so ein bisschen schwer einzunähen. Ihr müsst gucken, dass der Zipper, wenn ihr näht, nicht nebendran ist. Bei euer Nähfuß, ich zeige den auch gleich nochmal, es gibt einen extra Reißverschluss-Nähfuß. Der ist zwar ein bisschen schmaler, sodass man wirklich nah hier an die Zähnchen rankommt, aber trotzdem wird er so von diesem Zipper ein bisschen zur Seite geschoben. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich anfange zu nähen oder halt so rum anfange zu nähen, den Zipper dann nach unten ziehe, ein Stück nähe. Und dann, wenn ich das Stück genäht habe, dem Zipper wieder an der Seite vorbeiziehe. Ich zeige das beim Nähen auch nochmal, damit der halt nie im Weg ist. Also erst das Stück nähen, wo der Zipper nicht ist, dann den Zipper auf das schon genähte Stück ziehen und den Rest auch einfach glatt hier annähen.
hier, das ist jetzt mein Reißverschluss-Nähfüßchen so rum. Das sieht ein bisschen anders aus wie andere Nähfüße für den Reißverschluss, weil meins beidseitig ist. Das heißt, man kann es entweder hier festmachen oder hier. Also wenn eurer etwas anders aussieht und nur die Hälfte hat, also so eine Hälfte hier, dann ist es trotzdem der richtige. Wie gesagt, ich kann meinen halt auf beide Seiten festmachen. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt von dieser Seite hier nähen möchte, mache ich den hier auf der Seite fest, sodass hier das so nah wie möglich hier dran kommt. Wenn ich das Ganze aber andersrum nähen will, wird das ja keinen Sinn machen, wenn ich das jetzt hier dran fest habe. Dann muss ich das hier dran festmachen, sodass ich von hier ganz nah dran komme. Ihr seht auch schon, warum der halt unterschiedlich von dem normalen Nähfuß ist. Und zwar, damit der halt ganz nah an die Zähne rankommt. Also Unterschied, hier wird genau dazwischen genäht. Dann müsste der Nähfuß ja hier so halb drauf und wird dann nicht gerade sitzen. Das wird halt nicht so gut klappen. Hier führt das euch schon gleichmäßig hier dran vorbei. Hier kommt die Nadel nämlich wirklich genau in diesen Löchern hier durch. Das heißt wirklich sehr nah hier an der Kante und das vereinfacht das Annähen von dem Reißverschluss halt sehr gut. Wenn die eine Kante hier so festgenäht ist, könnt ihr das auch schon umschlagen und seht dann, das sieht halt einfach super ordentlich so aus, wenn ihr das halt so wendet und wirklich nah hier an den Zähnen genäht habt mit halt dem Nähfüßchen, mit dem richtigen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt kein Anfänger mehr seid, sondern schon etwas erfahrener im Reißverschluss annähen, hättet ihr das gleich im selben Schritt machen können und zwar das Futter an dieser Seite hier noch dran festnähen. Das hättet ihr halt wie gesagt hier so drauflegen können und dann halt direkt einmal hier so drüber nähen. Aber wenn ihr so ein bisschen unerfahrener seid, könnt ihr das auch jetzt im Nachhinein nochmal hier drüber legen und jetzt halt hier drüber nähen, sodass das halt auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, fest ist. So, nach dem Nähen könnt ihr das Ganze jetzt auch schon mal so ein bisschen wenden und seht dann, okay, hier das ist die eine Seite von dem Außenteil und die eine Seite von dem Futter. Aber an die andere Seite muss halt noch komplett Futter und Außenteil dran. Da gehen wir jetzt nochmal genauso vor. Also entweder holt ihr euch jetzt erstmal euer Außenteil. So legt es auch wieder so mit der schönen Seite nach oben hin. Und legt den Reißverschluss dann halt auch rechts auf rechts. Das heißt mit dem schönen auf die schöne Seite des Teils hier drauf. Näht das dann fest, bevor ihr halt euer Futterteil auch nochmal hier drauf legt. Und dann auch hier drüber festnäht. Oder wie gesagt, ihr könnt das auch gleich in einem Schritt machen. Jetzt, wo wirklich alles festgenäht ist, das heißt hier eure Futterteile sind an dem Reißverschluss fest, genauso wie halt auch eure Außenteile. Jetzt geht ihr hin, ihr könnt auch nochmal hier so drüber steppen, damit das glatt ordentlich hier liegt. Ich werde da bei meiner Tasche hier jetzt drauf verzichten, weil ich das halt nicht haben will. Das ist halt so ein besonderer Look, sage ich jetzt mal. Das liegt dann halt glatter, aber ich finde, das sieht nicht immer cool aus. Deswegen lasse ich das jetzt hier. Steppen bedeutet einfach, dass ihr sehr knappkantig hier drüber näht gerade. Dabei müsstet ihr aufpassen, dass ihr erstmal hier nur die Außenlage wirklich dran festnäht, das heißt das Futter in diese Richtung hier legt und dann hier einfach sehr knappkantig drüber näht und dasselbe natürlich auf der anderen Seite dann auch macht. Aber wie gesagt, das ist nicht Pflicht, ihr könnt das machen, müsst ihr aber nicht. Das ist halt besser, wenn ihr hier sehr nah dran gekommen seid, damit sich der Reißverschluss halt nicht hier in eurem Futter verhaken kann oder halt in eurem Außenstoff. Wenn ihr diesen Schritt nicht machen möchtet, könnt ihr direkt mit dem Schritt weitermachen, den ich jetzt zeige. Und zwar ist dieser, den Reißverschluss einmal halb zu öffnen. Ihr könnt ihn auch ganz öffnen. Halt einfach, dass er geöffnet ist, damit ihr das dadurch wenden könnt. Und dann legt ihr jeweils beide Hauptteile, also beide Außenteile so aufeinander. Ich zeige das nochmal.
Also hier habt ihr immer euer rechtes Seitenteil, euer linkes Seitenteil, linkes Futter, rechtes Futter. Und jetzt legt ihr beide Seitenteile oder beide Außenteile genauso aufeinander und beide Futterteile. So. Jetzt könnt ihr gucken. Hier, das ist das Futter. Ich zeige es nochmal. Das legt ihr so mit der Nahtzugabe hier so nach unten hin, sodass die Nahtzugabe von beiden Taschen hier so nach unten zeigt. So. Ihr könnt das entweder wieder mit Stoffklammern oder halt mit Stecknadeln zusammenstecken. Guckt, dass ihr wirklich immer die Nähte hier genau aufeinander liegen habt. Das ist wichtig, damit der Reißverschluss auch wirklich ordentlich hier schön aufeinander liegt. Macht das richtig in eine Richtung, also nicht, dass halt die Nahtzugabe hier in die Richtung ist und hier in die, weil sonst seht ihr schon, was passiert. Ihr habt halt den Reißverschluss so quer. Wenn ihr das so macht, dann ist der halt wirklich so nach oben. Also legt das so hin, dass die Nahtzugabe immer beim Futter nach unten zeigt oder zum Futter runter zeigt. Und dann geht ihr hin und näht das einmal komplett hier oben rum, hier unten. Lasst unten aber irgendwo eine kleine Wendeöffnung, wodurch ihr das Ganze auch wenden könnt. Passt auch wieder auf, wenn ihr hier drüber näht, damit ihr hier halt nirgends den Faden verliert. Oder wenn das halt so dickere Stellen sind, ist es immer ein bisschen schwerer drüber zu nähen. Deswegen näht da sehr langsam drüber. Ich habe nach dem Nähen jetzt hier die Nahtzugabe eingeschnitten, bei den Rundungen auf jeden Fall. Das sorgt dafür, dass sich halt Rundungen oder Beirundungen ja das Ganze besser wenden lässt. Wenn die Nahtzugabe halt still ist, dann kann die sich halt nicht so gut wenden, als wenn ihr die einschneidet. Das ist eine Methode, wie man halt Rundungen die Nahtzugabe abschneidet. Das müsst ihr natürlich bei geraden Linien nicht machen. Jetzt geht ihr hin und wendet das Ganze vorsichtig durch die Wendeöffnung, die ihr im Futter gelassen habt. Ich habe die hier oben gelassen und da die wirklich sehr klein ist, mache ich das Ganze auch sehr vorsichtig, damit das halt hier nicht einreißt. Richtig gewendet ist die Tasche jetzt auch schon fast fertig. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Diese Reißverschlüsse hier sind halt eigentlich nicht so gut für solche Taschen geeignet, also solche Metallreißverschlüsse. Es geht halt einfach deutlich einfacher, sage ich jetzt mal, nicht nur beim Einnähen, sondern auch beim Öffnen und Schließen, wenn ihr halt so einen leichteren, dünneren Plastikreißverschluss nehmt. Der kann auch Metallzähnchen haben, es geht nicht ums Plastik oder so, sondern halt einfach darum, dass die halt kleiner, zierlicher sind und nicht so hart und fest, sage ich jetzt mal. Der letzte Schritt besteht jetzt nur noch darin, die kleine Wendeöffnung, die ihr hier gelassen habt im Futter, jetzt einmal zu wenden, dass auch wirklich keine Löcher in der Tasche sind, sondern alles ordentlich versäubert und glatt ist. Und dann ist eure erste Tasche auch schon fertig. Beim Schließen der Wendeöffnung gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Und zwar geht ihr entweder hin, legt das ordentlich hier so aufeinander, ihr könnt es auch feststecken und geht dann mit der Nähmaschine einfach hier so drüber, dann sieht man halt das Verschlossene. Es gibt aber auch ganz viele Handstiche, mit denen ihr das Ganze unsichtbar, sage ich jetzt mal, schließen könnt. Ich habe ein paar davon auch auf meinem Kanal so ein bisschen gezeigt, also Anleitungen, wie ihr halt so Handstiche machen könnt, falls ihr da noch nicht so viel Erfahrung habt. Da gibt es zum Beispiel so einen Leiterstich, der versteckt das Ganze ganz gut. Ich mache das immer ganz simpel, indem ich halt einfach durch die eine Seite durchgehe, durch die andere und das dann hier so zusammenziehe. So sieht man halt so ein bisschen von der Naht, aber ich finde, das ist einfach die beste und einfachste Methode, sage ich jetzt mal. Da kann aber jeder das unterschiedlich machen und das lernt ihr auch ganz schnell, dass ihr da so eine eigene Präferenz habt, wie ihr am einfachsten halt sowas von Hand zunäht oder welche Methode euch halt am besten gefällt.
Damit ist auch meine zweite Idee jetzt schon fertig. Wie gesagt, wenn ihr mal üben wollt, einen Reißverschluss einzunähen, ist das halt einfach ein super Projekt, wofür ihr auch super eure Stoffreste verwenden könnt. Ich habe jetzt, wie gesagt, so eine ganz einfache Webware, so einen Baumwollstoff hier verwendet. Aber ihr könnt natürlich auch jeden anderen festen Stoff verwenden. Ihr könnt das sogar auch aus Jersey oder so nähen. Aber das würde ich eher als Anfänger nicht empfehlen, weil Jersey und Reißverschlüsse immer so eine schwere Mischung sind, sage ich jetzt mal. Und ja, dann geht's auch direkt weiter mit Idee 3. Meine dritte Idee habe ich auch schon mal in einem Einzelvideo gezeigt, und zwar geht es darum, solch kleine Wattepads, sage ich jetzt mal, aus einem alten Handtuch oder Waschlappen und Baumwollstoff zu nähen. Das ist eine super Übung, um halt runde Formen mal zu üben. Das ist sonst wirklich super einfach zu machen. Ich finde, das ist auch eine coole Idee zum Verschenken. Ihr könnt das selbst behalten, verschenken. Ihr könnt davon ganz viele machen. Und die sind obendrein ja auch noch Zero Waste. Also ihr müsst halt nicht mehr diese Wattepads kaufen, die man immer nach einmal benutzen wegwirft, sondern ihr könnt diese halt einfach waschen. Hierfür braucht ihr am besten einfach alte Handtücher oder ein altes Handtuch. Das kann klein sein, das kann auch einfach ein Waschlappen sein. Halt irgendwas, was ihr aussortieren wolltet. Und einen festen Stoff eurer Wahl. Mit festen Stoff meine ich einfach eine Webware, halt irgendwas, was halt keine Dehnung mit drin hat. Am besten eignen sich dafür auch so feste Baumwollstoffe oder halt jeder andere Stoff, den ihr halt so übrig da liegen habt. Ihr seht hier auch schon gut den Schnitt, und zwar habe ich jetzt einfach, ich hatte so eine runde Dose, die ungefähr die Größe hat, die ich halt haben wollte, und die habe ich dann einfach einmal aus so einem Lappen- oder Handtuchstoff und einmal aus dem Baumwollstoff oder halt jedem anderen festen Stoff ausgeschnitten, und das ergibt jeweils ein so Abschminkpad, also einmal Stoff und einmal altes Handtuch. Hier, das sind jetzt insgesamt zwei, weil ich einfach zwei so Pads machen wollte. Ich habe dazu aber auch noch eine ausführlichere Anleitung, sage ich jetzt mal, wenn ihr bei den einzelnen Videos guckt, die auf meinem Kanal sind, falls euch das interessiert und ihr hier irgendwie denkt, dass es ein bisschen schnell erklärt. Also einfach zwei Kreise, und die legt ihr dann auch einfach rechts auf rechts. Ich habe es in dem Video schon ein paar Mal gesagt, schöne auf schöne Seite, hier so aufeinander. Näht das dann komplett rundherum so fest. Ist ja komplett, aber eigentlich lasst ihr hier so eine kleine Wendeöffnung. Wo genau ihr die lasst, ist egal. Hauptsache ihr lasst halt eine Wendeöffnung, durch das ihr das Ganze dann halt wenden könnt. Auch hier habe ich wieder nach dem Nähen hier die Nahtzugabe so eingeschnitten, damit sich das Ganze halt besser legt nach dem Wenden. Und jetzt wende ich das Ganze auch vorsichtig durch die Wendeöffnung hier so durch. So, das geht diesmal ein bisschen schneller, weil das halt so klein ist. Ich finde, das Projekt ist auch eine super Übung, sage ich jetzt mal, um runde Formen oder halt Wellen zu nähen. Weil am Anfang fällt es ja immer so ein bisschen schwer, Rundungen und sowas zu nähen. Das ist halt hierfür eine super Idee, weil es ist halt nicht so besonders wichtig, ob die wirklich ganz rund sind. Was, wenn die so ein bisschen ovaler aussehen, ist es ja auch nicht schlimm. Das sind ja einfach so Pads zum Abschminken oder halt so Hautcreme oder sonst was aufzutragen, und da ist die Form jetzt nicht so hundertprozentig wichtig, sage ich jetzt mal. Nach dem Wenden geht ihr hin und klappt die Wendeöffnung auch so nach innen ein, und jetzt näht ihr nochmal komplett hier über den Rand drüber. Das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, steppen, also ihr steppt jetzt hier knappkantig einfach komplett rundherum drüber, sodass die Wendeöffnung auch automatisch geschlossen wird. Nach dem Nähen sollte das Ganze so aussehen, ihr habt euer fertiges Pad, und wie gesagt, hier, das hat zum Beispiel jetzt auch ein bisschen eine andere Größe, das kommt immer drauf an, wie ihr das näht. Da sind keine zwei genau gleich, also außer ihr arbeitet halt wirklich mit dem Handmaß und macht das alles genau zentimeterweise genau gleich beim Nähen. Aber ich finde, das ist halt eigentlich auch gar nicht so schlimm. Das sind ja einfach solche Pads, da ist es wie gesagt nicht so wichtig, wie genau die aussehen, dass die wirklich perfekt rund sind. Und ich finde, das ist einfach eine richtig coole Idee.
auch so eine kleine Zero-Waste-Idee mitten rein, sage ich jetzt mal, weil dadurch braucht ihr halt diese Wattepads nicht mehr, wenn ihr halt diese habt, die man immer wieder waschen kann. Das ist auch wieder der Vorteil von halt so Baumwollstoffen, dass man die halt richtig warm waschen kann. Meine vierte Idee ist dieses Lesezeichen hier. Das ist auch wieder eine coole Idee zum halt üben, sage ich jetzt mal. Das könnt ihr auch super gut verschenken. Das könnt ihr individuell gestalten, wie ihr halt es haben möchtet. Ich finde, das ist halt einfach eine richtig coole Idee, weil das super schnell und einfach geht und auch super praktisch ist. Ich meine, wer liest nicht gern oder wenn ihr halt wirklich nicht gern liest, könnt ihr das zum Beispiel, wie gesagt, auch verschenken. Aber für jeden, der gern liest, ist halt so ein Lesezeichen echt was Praktisches. Und hier dieses Lesezeichen hat halt auch den Vorteil, dass es halt wirklich nicht immer rausfallen kann. Man verliert es halt nicht. Das heißt, es ist auch super gut, wenn ihr zum Beispiel unterwegs gern liest. Für das Lesezeichen braucht ihr einfach nur eure Stecknadeln, eure Stoffschere, das Buch, für das ihr das Lesezeichen machen möchtet. Ich habe zum Beispiel sehr viele Bücher in genau dieser Größe, deswegen habe ich jetzt einfach so eins genommen. Dann braucht ihr ein Gummiband, das kann auch etwas breiter sein diesmal. Und natürlich wieder euren Stoff. Als Stoffempfehlung sage ich, wie gesagt, weil immer wenn ihr halt ne Anfänger seid, ist halt ein fester Stoff, eine Webware, am einfachsten zu nähen. Baumwolle eignet sich auch super einfach dafür, weil das halt so benutzerfreundlich, sage ich jetzt mal, ist. Also es lässt sich halt einfach super nähen, im Gegensatz zum Beispiel zu Jersey. Aber sonst könnt ihr eigentlich auch jeden anderen Stoff verwenden. Lasst euch halt ein bisschen beraten, fragt nach, welcher Stoff ist am besten für Nähanfänger geeignet. Sonst könnt ihr halt, wie gesagt, wirklich alles an Stoffresten benutzen. Ihr könnt das auch als alten Kleidern oder sonst was nähen. Das ist wirklich alles euch überlassen. Der Schnitt selber ist sehr von eurem Buch abhängig. Und zwar geht ihr einfach hin, legt das Gummiband hin, das sollte ungefähr so lang sein wie euer Buch. Die zwei Teile, ihr braucht genau zwei, sollten auch von der Länge her so lang sein wie der Buchrücken. Also dieser Teil, nicht die Breite des Buches, sondern die Länge. Und von der Breite her könnt ihr euch aussuchen, wie breit ihr das halt haben möchtet, dieses Band. Ihr könnt das auch in einem Teil machen und dann halt so zusammenschlagen. Aber ich habe jetzt einfach gern zwei Teile benutzt, die so groß ungefähr sind, wie ich das fertige Lesezeichen halt haben möchte. Da müsst ihr halt auch wieder beachten, da geht natürlich die Nahtzugabe ab. Also das wird minimal kleiner, so ungefähr 1,5 cm auf jeder Seite weg. Das Witzige an diesem Lesezeichen ist, dass ihr das wirklich in einem einzigen Schritt zusammennäht. Und zwar geht ihr hin, ihr legt die eine Seite mit der schönen Seite nach oben, legt das Gummiband dann hier so in der Mitte dazwischen, so, guckt, dass es wirklich in der Mitte liegt, damit das halt schön aussieht. Und dann legt ihr als Deckel sozusagen euer zweites Teil rechts auf rechts, also auch wieder mit der schönen Seite, auf die schöne Seite des anderen Teils drauf. So, steckt das, bevor ihr das jetzt komplett rundherum festnäht, bitte fest, am besten auch hier an den Gummibändern, damit die halt nicht mehr verrutschen können oder das Gummiband, das halt nicht mehr verrutschen kann, sondern halt wirklich genau hier in der Mitte so liegen bleibt. Wenn das geschafft ist, geht ihr hin und näht das jetzt einmal rundherum, wie gesagt, hier komplett fest, also dass alle Teile aufeinander liegen. Lasst hier an der Seite oder hier an der Seite am besten eine kleine Wendeöffnung. Macht die nicht hier unten, weil das Gummi soll ja wirklich fest sein. Macht die hier an der Seite, da lässt sie sich am einfachsten schließen und am einfachsten wenden, sage ich jetzt mal. Bevor ihr das Ganze nach dem Nähen auch wendet, schneidet ihr in den Ecken die Nahtzugabe einfach gerade hier so ab. Dadurch ist das wie mit diesen Einschnitten bei Rundungen, dass das halt einfach sich besser in der Ecke wenden lässt und schöner fällt nach dem Wenden. Jetzt könnt ihr das auch schon machen, also wendet das durch die kleine Wendeöffnung. Wie gesagt, seid dabei wie immer vorsichtig, dass ihr halt die Naht nicht einreißt. Ich habe das vielleicht so ein bisschen eng gelassen hier, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwieriger zu wenden.
Nach dem Wenden ist der letzte Schritt jetzt einfach nur noch die Wendeöffnung zu schließen. Und das macht ihr einfach gleichzeitig mit einem anderen Schritt. Und zwar geht ihr jetzt hin, fangt einfach hier oben in der Ecke an und steppt hier überall. Nicht nur da, wo die Wendeöffnung ist, sondern überall an der Kante nochmal drüber. Bei diesen Kanten hier passt ihr auf, und zwar steppt ihr nicht einfach so hier drüber, dann würdet ihr das Gummi mit einnähen, sondern ihr klappt das halt irgendwie hier so weg, damit das Gummi halt nicht hier drunter liegt, während ihr da drüber steppt. Das andere natürlich auch auf der anderen Seite, dasselbe sage ich jetzt mal, damit halt nirgends das Gummi hier so nach unten geschlagen wird. Damit ist euer Lesezeichen jetzt auch schon fertig. Wie gesagt, das ging ja wirklich super einfach. Und der Vorteil ist hier, dass ihr das wirklich so individuell gestalten wollt, wie ihr möchtet. Ihr könnt zum Beispiel hier auch so irgendwie eine Applikation noch drauf machen, wenn ihr das ein bisschen aufwendiger haben wollt. Oder halt dieses Teil einfach aus mehreren kleinen Stoffteilen zusammen upcyclen oder zusammen halt patchworken, sage ich jetzt mal. Und auch das Gummiband, das könnt ihr auch so gestalten, wie ihr möchtet. Es gibt nämlich auch super schöne Gummibänder. Also zum Beispiel im Stoffladen gibt es welche mit Glitzer, mit Mustern. Also da müsst ihr nicht so ein ganz normales weißes hier nehmen. Und wie ihr das dem Buch sozusagen anzieht, ist auch euch überlassen. Ihr könnt das, wenn ihr das so nach vorne machen möchtet, einfach auf die Seite ziehen, wo ihr seid. Und dann zieht ihr das hier einfach so drum. So, seid dabei vorsichtig, dass ihr halt nicht irgendwie das Buch verbiegt oder halt die Seiten einknickt. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Wenn ihr das halt hier hin haben möchtet, ihr könnt es aber auch genau andersrum machen, sodass halt dieses genähte Teil halt auf der Seite ist und euer Gummiband halt außen zu sehen ist. Zum Beispiel mache ich das immer gern so rum, wenn ich halt schon fast am Ende des Buches bin, mache ich halt das Gummiband so nach hinten. So. Und halt hier den Teil so nach innen. Zieht das immer gut durch, dass es nicht so am Rand ist. So. Und dann habt ihr auch schon euer fertiges, schönes Lesezeichen. Ich finde, das ist richtig cool, das kann nicht verrutschen. Das ist zwar ein bisschen schwer dran zu machen, wenn ihr das so eng genäht habt. Ihr könnt aber zum Beispiel auch euer Gummiband so ein bisschen lockerer lassen. Dann geht das einfach viel einfacher. Ich finde es halt so cool, weil das dann halt eng anliegt und halt nicht kaputt oder rausrutschen kann, sage ich jetzt mal. Jetzt sind wir auch schon wieder an der letzten Idee oder bei der letzten Idee angekommen. Und zwar geht es dabei um diese Tatütas. Also das sind so Taschentuchtaschen oder Taschentüchertaschen so. Das ist für den Schlüsselbund, da könnt ihr halt euer Schlüssel dran machen und dann vergesst ihr nie wieder eure Taschentücher zu Hause. Ich finde, das ist einfach eine süße Idee und das ist auch wieder ein super leicht zu nähendes Projekt. Für die Tatüter braucht ihr auch einfach nur Stoff, am besten Baumwollstoff oder halt eine Webware ohne Dehnung. Dann braucht ihr eure Stoffschere, euer Handmaß und natürlich wieder eure Stecknadeln. Der Schnitt ist auch wieder super einfach von diesem Projekt. Das könnt ihr mit eurem Handmaß gut ausmessen. Ihr braucht einmal das Außenteil, das sollte so ein schönes Muster haben. Und das Außenteil ist 15 x 17 cm. So, 15 mal 17. Dann braucht ihr ein Futterteil. Das kann entweder auch aus demselben Stoff sein, aus einem anderen gemusterten Stoff oder halt einfach aus einem einfarbigen Stoff, wie ihr halt möchtet. Und das sollte 15 mal 21 cm sein. Zusätzlich dazu braucht ihr, wenn ihr das wie ich an den Schlüsselbund machen möchtet, so zwei kleine Bändchen, die dann halt dieses Schlüsselband geben, sage ich jetzt mal. Die habe ich jetzt zugeschnitten in jeweils 12 x 4 cm. Wir fangen auch direkt mit unseren beiden Hauptteilen an. Und zwar geht ihr hin, legt das Futterteil mit der schönen Seite nach oben und dann legt ihr rechts auf rechts das Außenteil schön hier drauf.
Guckt, ihr habt zwei Kanten, die jeweils 15 cm sind und die sollen genau aufeinander liegen. Wenn ihr das so gemacht habt, sollte euer Futterteil ein bisschen größer sein, aber das macht nichts, also lasst euch davon nicht irritieren. Geht erstmal hin und näht es dann hier auf diese Seite fest. Also legt das halt einfach hier an die Kante und näht das mit einem geraden Stich hier zusammen. Wenn ihr das gemacht habt, ihr könnt es auch erstmal feststecken. Ich mache das jetzt mal gerade so sporadisch, sage ich jetzt mal. Wenn ihr diese Seite, wie gesagt, festgenäht habt, geht ihr hin, nehmt euer Außenteil und legt das dann auf diese andere Kante drauf. Euer Futter sollte dann so ein bisschen angehoben werden, weil das ja länger ist als euer Außenteil, aber das macht nichts. Wie gesagt, legt das einfach auf die Kante und näht dann auch diese hier mit einem geraden Stich zusammen. Nach dem Nähen sollte das Ganze so aussehen. Ihr könnt jetzt hingehen und das so ein bisschen überlegen, sodass ihr halt genau auf dieser Kante seid und die so ein bisschen auseinanderbügeln könnt. Also mit dem Finger geht einfach hin und legt das so glatt aufeinander und geht dann mit dem Fingernagel, sage ich jetzt mal, hier so durch, sodass das halt ein bisschen auseinandergebügelt wird. So. Dasselbe macht ihr auch mit der anderen Naht, legt dafür einfach die so ein bisschen hier in die Mitte, so, und macht dann dasselbe hier nochmal. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das Ganze jetzt einmal wenden, so, und dann geht ihr hin. Ihr habt hier, das Futter ist ja ein bisschen größer als halt euer Außenteil. Deswegen legt ihr das jetzt so hin, dass auf beiden Seiten ungefähr gleich viel von dem Futter hier so übersteht. Das heißt, das ist ja wie gesagt ein bisschen größer. Guckt, dass das jetzt gleichmäßig auf beiden Seiten hier so übersteht. So, wenn ihr das so gleichmäßig gelegt habt, könnt ihr da jetzt auch nochmal drüber bügeln, wenn ihr ein Bügeleisen zur Hand habt. Anfängertipp auch, kauft euch, oder wenn ihr ein normales Bügeleisen habt, reicht das natürlich auch. Aber wenn nicht, kauft euch so ein kleines Nähbügeleisen, die sind super praktisch. Damit kann man zum Beispiel gut sowas hier glatt nähen, bevor man halt Säume näht, kann man die bügeln, dann wird das Ganze viel einfacher und auch ordentlicher. Und diese kleinen Nähbügeleisen sind wirklich nicht teuer und werden sehr schnell heiß. Das heißt, ihr könnt die wirklich gut während dem Nähen auch verwenden. Nach dem Bügeln geht ihr hin, oder ihr müsst das wie gesagt auch nicht bügeln, und steppt hier einmal drüber, sodass dieser Umschlag genauso liegen bleibt, dass das halt gleichmäßig auf beiden Seiten hier so liegen bleibt. Im selben Schritt könnt ihr jetzt auch hingehen und eure beiden Bänder so aufeinander legen. So, ich gucke gerade, ob das eine schöne Seite und eine hässliche Seite hat. Hat es aber nicht. Deswegen lege ich das jetzt einfach so aufeinander. So, auch wieder rechts auf rechts. Und nähe die dann hier an diesen längeren Kanten zusammen. Lass aber die kürzeren zum Wenden offen. Nach dem Nähen sollte das Ganze ordentlich so aussehen. Ihr habt hier auf der Seite so kleine Nähte. Hier auf der Seite sieht man die kaum, wenn ihr wirklich genau hier eine Naht genäht habt. Und hier dieses Teil könnt ihr jetzt mit Hilfe einer Sicherheitsnadel wenden. Also ihr seht, ich habe die kürzeren Seiten jeweils offen gelassen und durch die eine gehe ich jetzt hier so durch. Guckt, dass ihr wirklich nur durch eine Seite durchgeht, also nicht durch beide hier, sondern wirklich nur durch die eine Seite. So, bevor ihr das dann halt komplett dadurch wendet. Das kann ein bisschen aufwendiger sein, so. Aber wenn das einmal geschafft ist, ist es halt mit der Sicherheitsnadel einfach viel einfacher zu wenden als ohne, weil ihr hier so einfach durchgehen könnt, so das Wenden und dann halt die Sicherheitsnadel hier so durchziehen könnt.
Ich habe nach dem Wenden jetzt hier über diese Kanten nochmal drüber gesteppt, damit das wirklich glatt aufeinander liegt. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht ordentlich und glatt, liegt halt ordentlich und glatt aufeinander. Und jetzt ist euer Bändchen auch schon fertig. Der letzte Schritt ist jetzt, das Bändchen mit der Tasche zu verbinden und die Tasche auch zu schließen. Dafür geht ihr jetzt hin. Hier, das ist ja die Außenseite und die liegt jetzt oben. Und jetzt klappt ihr. Ihr könnt euch erstmal das Ganze in die Mitte legen und die Mitte so ein bisschen markieren. So, ich schneide hier so kleine Knipse rein. Macht die wirklich nur besonders klein, damit man sie halt gerade so sieht, aber dass man sie halt nach dem Nähen nicht mehr sieht. Also wirklich nur die Nahtzugabe. So, ihr habt jetzt eure kleinen Knipse und da legt ihr jetzt eure Enden drauf. Das heißt, legt das eine Ende jetzt komplett hier auf die Knipse und dann legt ihr das andere Ende über das drüber. Guckt, dass wirklich diese Naht, die ihr gemacht habt, so hier übereinander liegt. Also wirklich das Genähte hier. So, dasselbe auf der anderen Seite. Und steckt das dann erstmal mit einer Stoffklammer oder mit einer Stecknadel hier ganz einfach so einmal fest. So. Auf der anderen Seite wartet ihr damit noch, weil da kommt jetzt noch das Bändchen drunter. Das klappt ihr einmal so zusammen, wie es halt fertig aussehen soll. Und legt das dann wirklich in die Mitte hier drauf, sodass halt diese Enden hier rausgucken. Und legt das dann wieder so aufeinander. Und erst dann näht ihr hier drüber und auf der anderen Seite dasselbe, hier einmal drüber. Nach dem Nähen wendet ihr das Ganze einfach hier durch diesen einen Schlitz oder so, also halt diese Öffnung, die in der Mitte ist. So, geht wirklich bis in die Ecken hier so rein. So. Und dann ist euer Täschchen auch schon fertig. Das heißt Tatüta, Taschentücher-Tasche. So, dieser Worthaspler, sage ich jetzt mal. Also Tatüta, wie gesagt. Und da passt halt so ein volles Päckchen Taschentücher rein. Von welcher Marke ist eigentlich egal, die passen da alle gut rein. Ich mache jetzt einfach mal dieses hier rein, das ist aber noch gar nicht mehr ganz voll. Ihr könnt das auch aus der Verpackung holen und einfach so reinmachen. Dann könnt ihr nämlich die Taschentücher wie aus so einer großen Box hier so einzeln rausziehen. Ich finde, das ist einfach super praktisch, weil ich vergesse so oft meine Taschentücher irgendwie, wenn die leer sind, mir neue in die Tasche zu machen. Und wenn ihr halt so einen Schlüsselanhänger habt, dann habt ihr die halt immer dabei. Und müsst euch halt auch wirklich nicht in eurer Tasche so rumwühlen und die erst suchen. Das ist halt erstmal super praktisch und halt wirklich super süß auch. Ich finde, das ist auch wieder, wie eigentlich alle anderen Ideen auch, eine super Idee zum Verschenken. Vor allem, wenn man so anfängt zu nähen, finde ich, ist es halt immer eine coole Idee, wenn man halt was selbst näht und die Person dann halt auch weiß, okay, da steckt Arbeit dahinter. Und da hat sich jemand Mühe gegeben, finde ich, sind so Nähsachen einfach ein super schönes Geschenk. Das war's dann auch schon wieder. Also das war meine letzte Idee für dieses Video. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr so weitere solche Anleitungen sehen möchtet. Zum Beispiel kann ich auch einen Teil 2 dazu machen, wo ich dann noch 5 neue Ideen vorstelle für halt Nähanfänger. Zum Beispiel dieses Video war ja so aus Stoffresten, weil das alles so kleinere Projekte waren. Aber ich kann auch allgemein mal ein Video dazu machen, was halt coole Projekte für Nähanfänger sind. Zum Üben oder zum Verschenken. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, wenn ihr da irgendeine Idee oder Vorschläge habt, was ihr halt sehen möchtet. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir noch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr weitere solcher Videos sehen möchtet, abonniert doch auch gerne meinen Kanal. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch nie wieder ein neues Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao!